So, zweites Rennwochenende mit diesem Cheater-Lenkrad. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2016. Großer Preis von Italien. Sollte doch ein Sieg drin sein, auch auf Experte? Ich weiß ja nicht, aber das werden wir mal sehen. Ich musste gerade wieder nachschauen, wo muss ich jetzt eigentlich gerade hinschauen? Hinklicken. Und zwar, ich will es nochmal kurz kontrollieren, ob das soweit noch drin ist, wie es sein sollte. Genau, Experte noch für Monza. Genau, dann nochmal kurz Wochenend-Reifenaufteilung. Genau, das wollte ich sagen. Ich wollte es eigentlich aus dem Kopf sagen, aber habe ich leider nicht hinbekommen. Ja, passt, ausgewogen. Dann zurück und dann Session starten. Ja, und dann direkt loslegen. Hätte der das nicht schon laden können, wenn das nicht gewartet habe? Jetzt warte ich ja schon wieder. Herzlich willkommen in Norditalien vor den Toren Mailands in Monza. In wenigen Minuten beginnt hier das Training für den großen Preis von Italien. Eine der wohl berühmtesten Kurven in Monza ist die Varianta del Rettifilo. In dieser schwierigen ersten Kurve gab es im Laufe der Jahre schon viele Unfälle in der ersten Runde. Die Teams werden wohl die Luft anhalten und hoffen, dass alle diese Kurve heil überstehen. In dieser kniffligen Kurve ist es nicht leicht, den perfekten Bremspunkt zu finden. Man nähert sich ihr mit rund 330 km/h entlang der Hauptgeraden, muss dann ungefähr 120 Meter vor der Kurve abbremsen, um sie mit etwa 84 km/h nehmen zu können. Es passiert schnell, dass man da zu weit aus der Kurve getragen wird, man von der Strecke abkommt und so seine Position an andere verliert. Ja, oder du nimmst andere mit. So wie Narain Kartikeyan. Auch genannt die Gurke. Es schaut schön aus, das Wetter. Schön, schön. Orange war oben, ne? Wenn ich jetzt auf Setup gehe, jawohl, oben, ohne hinzugucken. Es wird langsam. Dann Setup laden ist auch orange, das ist auch oben. Und hingucken, boah, das geht ja schon wie von der Hand. Solltest du vor dem Qualifying Zeit haben, dann würden wir gerne das Akklimatisierungsprogramm laufen lassen. Dadurch erhalten wir wichtige Hinweise sowohl auf das Tempo als auch auf die Konstanz. Ich habe keine Zeit, Chef, ich muss fahren. Was haben wir denn so an Teamzielen? Sektor 3... Ach, wenn wieder die Autoeinstellung, Spitzengeschwindigkeit, Benzin sparen und Reihe 5 Kurven aneinander. Und was sagt das Wetter? Da. Die nächsten Minuten trocken, auch bei Minute 30, Fragezeichen. Aktuell haben wir es stark bewölkt und leichten Sonnenschein eher. Fast komplett nur Sonnenschein ohne eine Wolke. Mal gucken, wie es hinter der Box aussieht. 20 Minuten 30 auch noch trocken. Gut, dann... Oh, nicht trocken, T2, schnell weg. T3 dann trocken, dann werde ich in T2 womöglich nicht fahren, je nachdem, was das Rennen sagt. Alles trocken. Ja, wobei gegen Ende könnte es eventuell vielleicht regnen. Aber gut. Auswählen. Fertig, bereit. Ah, was ich noch machen muss, ich muss DS umbelegen. Ich wollte es ja auf diese eine Taste hier. Ich will noch mal kurz gucken. Ich habe die Frage, welche? Die oder die? Linker Daumen ist soweit klar, aber welche jetzt? Die weiter unten, die näher ist oder die weiter weg, die eben weiter oben ist? Das werde ich gleich herausfinden. Gucken, was die Taste überhaupt nochmal macht, die ich gerade im Visier habe. Ach nee, scheiße, was ist denn das? Okay, der hat das Spiel nicht erkannt, die Logitech-Software. Wenn ich jetzt 90 Grad einlenke, ja, seht ihr das? Passiert nichts. Das Lenkrad läuft gerade mit 900 Grad. Einschlagwinkel. Na toll. Dann muss ich nochmal kurz Pause machen und nochmal kurz bei der Software reinschnuppern. Also, bis gleich. Jetzt kann es womöglich losgehen. Ja, schon besser. Vor allen Dingen hatte ich gerade eben noch Force Feedback drin. Da habe ich auch gerade nochmal kurz nachgeschaut. Also man darf also diese Software von Logitech nicht bloß öffnen, man muss noch unten auf das Lenkrad klicken, damit dann standardmäßig auch das Spiel blöde Flasche knackt hier rum, damit auch standardmäßig das Spiel ausgewählt ist.
hätten damit das entsprechende Profil, also das mit 270 Grad Lenkeinschlag und nicht mit 900. Okay. Weiß ich Bescheid, dann werde ich in Singapur womöglich dann nicht nochmal aus dem Spiel raustappen müssen. Aber es wird sich zeigen. Heckflügel ist jetzt offen. Okay, die Taste macht die sofortige Sofortwiederholung. Was macht die andere dann? Die macht gar nichts, okay. Dann muss ich mal kurz umbelegen. Steuerung. Ach, Kacke. Jetzt holpern wir nochmal kurz durchs Kies. Ich habe wieder die falsche Taste gedrückt, weil das halt bei meinem alten Lenkrad nun mal bestätigen war. So, so langsam wird's hoffentlich. Jetzt hier grün, Steuerung anpassen, Steuerung, Schemata. Sofortwiederholung. Genau. Kommt auf diese Taste, die ist leer, deswegen meckert er auch nicht rum. Und der ist auf diese da. Genau. Auswählen, das, weiter, raus und raus aus dem Kiesbett. Dann kann es jetzt losgehen. Wenn die Räder nicht so schmutzig wären. Bin schon gespannt, wie das hier laufen wird auf Experte. Wir hätten ja fast das nächste Motoren-Upgrade hier gehabt, aber da fehlen mir nicht mal 20 Ressourcenpunkte. Hast doch etwas. Ich finde die auf Anhieb gar nicht. Die ist unterm Steuerkreuz. Unter diesem Digipad. Okay. Da war die andere Taste hier im Spiel, Taste 4. Die war einfacher zu finden. Wobei ich. Oh, ja. Ich wollte gerade eben mal die Taste drücken. Hier ist das Digipad und da runter. Okay, mal gucken. Muss ich halt irgendwie reinbekommen. Ist halt absolut ungewohnt für mich, diesen Weg zu gehen mit dem Daumen. Hoppala. Aber es wird schon. So, nicht auf Anhieb gefunden die Taste, aber ohne groß zu suchen. Wenn euch jemand eine andere Maus hinsetzt mit mehreren Tasten, mit anderen Multifunktionstasten, sofern ihr zuvor eine Maus hattet mit Multifunktionstasten, die halt einer bestimmten Seite angeordnet waren, müsst ihr euch auch erstmal zurechtfinden. Oder wenn jemand... Hoppala. Ja, wie kann man das noch sagen? Gute Arbeit. Du scheinst dich naja. War jetzt nicht so gut. Jetzt jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Wenn ihr vielleicht eine andere Gabel serviert bekommt, eine, die deutlich kürzer ist als die gewöhnlichen, und die euch dann das Essen unter den Mund schiebt, weil die Gabel einfach kürzer ist, dann ist das, glaube ich, etwas vergleichbar. Ihr seid es einfach nicht gewohnt. Einen bestimmten Bewegungsablauf, einen bestimmten Weg mit euren... Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Mit all den Armen zurückzulegen. So, DRS gefunden. Ja, ich muss deutlich mehr da nachdenken beim DRS aktivieren. Also ich sag mir immer noch, jetzt musst du drücken, weil jetzt kommt die DS-Zone, da muss ich mir gar nicht groß was überlegen. Das mache ich halt immer noch automatisch, aber ich überlege jetzt, wo ist denn jetzt eigentlich diese blöde Taste genau? Die Runde wird auch nicht lila. Jetzt komme ich zu weit außen, das wird auf jeden Fall nicht lila. So, Finger schon auf dem DS-Knopf. Die Runde muss es werden. Also reinknien und alles treffen.
Das war schon etwas zu spät. Reicht aber noch für Lila. Na, bleibst du hier. Freitags. So, hier kommt noch ein komisches Tor. Bisher passt alles. Was mich auf jeden Fall wieder genervt hat beim Lenkrad anschließen. Das dauert halt ewig. Da musst du hier und da drei Kabel rüber und überwinden, dann noch anschließen und dann... Ach, da muss auf jeden Fall noch was anderes her. Das passt mir gerade gar nicht. Sonst habe ich mein Lenkrad immer einfach das Brett auf den Tisch gelegt, festgeschraubt, Kabel dran, an PC angesteckt und los. Und jetzt... muss ich noch diese kleinen... piepseligen Schrauben benutzen. So, sofort Wiederholung mal hier, auf der Taste. Wie setzt man das jetzt ein? Das ist ja bloß Play, wenn ich jetzt grün drücke. Warum leuchten die Lampen gerade so? Kamera ändern ist da. B bestimmt nicht. Y ist bloß den ganzen Mist wegmachen. X? Ja, okay, X. Die erste Taste, die mir dann spontan einfiel, ist es geworden. Ja, das könnte durchaus lila werden. Sollte. Sie nicht zu weit nach außen tragen lassen. Und dann ist das auch lila. Genau. Kurz. Genau, und MFA umstellen war hier mit der B-Taste. Das klappt schon ganz gut. Naja. Da komme ich auch ziemlich schnell hin, also da muss ich gar nicht den Daumen großartig bewegen. Also die B-Taste, die ist wirklich, ja klar, am nächsten zur Schaltwippe. Auch hier unten darunter diese A-Taste, was macht denn eigentlich A? Okay, Kamera. Okay, im Spiel ist das Kamera ändern. Aber was für mich wichtig ist, dass der DS-Knopf nicht auf der Schaltwippenseite, auf der Seite des Lenkrads sitzt, wo die Schaltwippe zum Hochschalten ist, also auf der rechten Seite. Deswegen mit dem linken Daumen DS aktivieren. Ich glaube, ich lege den Boxenfunk auf A. Dafür Kamera ändern auf eine andere Taste. Das mache ich mal eben. Steuerung da, dann da, dann. Ich wollte den Boxenfunk. Ach, Sprachsteuerung heißt das ja hier. Okay. Ich habe jetzt wirklich nach Boxenfunk gesucht. Genau. Weiter. Jeff, ich hab dich. Der Funk rauscht. Was hast du gesagt? Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Oh, da bin ich. Ja, man hat's gehört. Links wo drauf gekommen. Und hier nicht blöd reinsausen, das muss nicht sein. Aber gut, aktuell auf dem letzten Platz mit den weißen Reifen. Na gut, weiterhin unter den Fuchteln von Streckenakklimatisierung, also Tore treffen. Jeff, wir sind schon an der Box, du Pappnasentier. Gibt's eigentlich Jeff auch bei F1 2017? Habe ich noch nichts anderes gehört? Es gibt auf jeden Fall dann so einen neureichen Fuzzi, der heißt Jonathan oder Jonathan. Der ist dann für die besonderen Rennen mit den Classic-Autos zuständig. Ich hoffe, Jeff bleibt so, wie er ist. Dann Reifen gucken. Wir haben noch keine Reifen einer Rennsimulation.
Simulation unterzogen. Uns stehen noch mehrere Sessions zur Verfügung. Die Zeit drängt also noch nicht, aber irgendwann sollten wir uns für ein Reifenabnutzungsprogramm Zeit nehmen. Alles fertig, wir sind bereit. Ich mach ja schon, Jeff. Ich mach ja schon. Zumal es ja in T2 regnen soll, und zwar nicht so knapp. Aber was bringt mir das Reifenmanagement während einer sehr nassen Session, wenn das Rennen nun mal nicht nass sein soll? Auf jeden Fall nicht so nass. Ist gerade was auf der Strecke? Na, da kommt doch was an. Gerade so noch. Das war nicht Reifen gemanagt. Der Herr biegt jetzt in die Schikane ein. Hauptsache auf Fettstellen, auch auf der Wiese. Ja, die Reifen werde ich auf jeden Fall deutlich härter rangenommen haben. Mit den zwei Sternen jetzt schon, bei den beiden Schikanen. Kevin, derzeit auf P5. Was macht der da? Ist das wie ein Red Bull mit der gelben Nase? Möchten Sie noch vorbei? Dann jetzt. Ja, Red Bull. Von hinten kommt gerade niemand. Ich hoffe, der wird uns jetzt nicht gleich behindern. Zweit außen. So, und los geht's. Auf jeden Fall nicht die Reifen bei den dicken Schikanen stehen lassen. Er fährt rein, okay. So. Reifenmanagement unter Expertenbedingungen. Na, aber noch im lila Bereich. Auch wenn ich hier noch aus der ersten Schikane deutlich mit Frühhochschalten rauskomme, kann ich ja weiterhin deutlich mehr Gas geben als zuvor. Ah, so dicker Randstein. Die Zeit passt aber noch allemal. Hier soll es denn eigentlich der fünfte werden? In der ersten Lesmo? Ja, zeitlich. Er ist locker dabei und die Reifen freuen sich auch. Da kann ich ja getrost wieder. Klar, mein Rhythmus, den ich dann hoffentlich auch im Rennen fahren kann, finden. Neunten Gang gibt's nicht. Das heißt, Runde um Runde schneller werden. Einfach den Rhythmus finden. Am besten ohne Schaltprobleme. Jetzt schon knapp 3,60, da ist ihm sauber. Zu früh angebremst, das war zu reifenschonend und dann zu viel Zwischengas gegeben. Ja, die Runde fängt gar nicht gut an. So, jetzt nicht wieder zu weit innen fahren. Oh, da kommt der Wagen rum. Muss man erstmal schaffen. Also zeitlich gesehen könnte das noch richtig eng werden. Die Sekunde muss ich halt erstmal wieder aufholen. Auch wenn ich mit dem bisher ganz gut ausgebauten Motor auf den Geraden leicht was finden werde. Jetzt bin ich bei 8,5 Zehntel. Jetzt purzelt die Zeit gerade richtig, die wir Rückstand haben. Etwas zu spät rein. Na, zeitlich wird das nix. Glaube ich nicht, auch wenn es jetzt die Parabolika ist, wo ich am meisten Zeit gewinne, dass ich die Zeit danach finden werde. Zumal ich hier nicht optimal durchkomme. Na, wobei, jetzt sind es schon 2 Zehntel. Das wird noch.
Nee, gerade so nicht. Nein. Wieder etwas zu früh. Boah. Diese Würste da. Tja, einfach nicht so krass mitnehmen. So einfach könnte es sein. Hier auch nicht zu viel Randstein mitnehmen, kenne ich ja schon. Komme ich sogar bis in den siebten? Hier jetzt nicht. Also mit den Tasten auf der... für die linke Hand bin ich überhaupt noch nicht zufrieden. Die sind alle so verdammt weit weg. Wird mit der Zeit schon werden, wenn ich einfach mal die Wege-Intros habe. Wenn ich weniger nachdenken muss, sondern einfach drücke. Aber da finde ich hier die A- und die B-Taste für Boxenfunk und für die MFA deutlich angenehmer. Über eine Sekunde Vorsprung. Okay, das Tempo haben wir schon gut im Griff. Und in der letzten Runde haben die Reifen weniger abgekriegt als... Der Schikane ist gerade was drin. Immer noch so viel über, jetzt habe ich schon später gebremst, okay. Ich glaube, ich bremste immer besser. Dafür war die Durchfahrt der Schikane richtig kacke. Zweieinhalb Zehntel noch. Was will ich mit dem zweiten Gang hier? Uiuiui. Das ist ja auch nicht der fünfte, aber dennoch komme ich hier so weit nach außen. Höchst uncool. So, jetzt wird es zeitlich aber gleich wieder eine Herausforderung. Oh, jetzt schon über eine Sekunde, okay. Na, dann kann ich sie wieder knicken. Dann kann ich auch lila allgemein knicken. Vor allem, wenn es hier nochmal der dritte Gang wird. Noch über eine Sekunde Rückstand. Ne, das wird nichts. Damit kann ich Lila vergessen. Naja, bald brauche ich keine Ressourcenpunkte mehr. Allzu lange dauert es nicht mehr. Wird noch in dieser Saison erreicht. Zu spät, noch links gelenkt. Sechzehntel Vorlauf. Recht spät gebremst, das merke ich gerade. Da geht der ganze Vorsprung flöten, aber zu Recht. Hab die Strecke ja auch nicht eingehalten. Eigentlich müsste der Kiesbett sein. Zumindest war da mal eins. Gut, die Schikane hat sich auch im Verlauf der Jahre auch ganz schön verändert. Aber da war auch mal ein dickes, fettes Kiesbett. Eieiei, jetzt sind die Reifen im Eimer. Ja, die Zeit wird noch, na, die Reifen eigentlich auch, wenn ich die Parabolika nicht allzu hart fahre. Aber ich will ja an sich rennsimulationsnah fahren. Aber mit den Reifen bekomme ich da nicht mal grün. Na, nicht so schlimm. Hauptsache am Ende stimmt dann einfach die Einschätzung für meine Strategie. Für die Reifenstrategie. Das wäre fast schon zu viel gewesen, zu viel Randstein, aber war noch voll in Ordnung. Wieder zu spät gebremst.
Also in Spa ging das nochmal eine ganze Ecke besser und später in einzelnen Kurven als hier heute. Da bin ich ja immer noch heute überrascht von der Bus-Stop-Schikane, wie ich die da anbremsen konnte. Wo ich dachte, scheiße, jetzt fliege ich drüber hinaus, aber nee, war nicht so. Zu spät rein und zu spät angebremst. Aber jetzt noch eine knappe Sekunde und eben lila. Hey. So, letzte Runde. Mit dem Tempo sind wir zufrieden. Den Reifen ist es in dieser Runde auch sehr gut ergangen. Oh, ich brauche noch 10 Punkte. Alles andere ist gut. Die war richtig Mist. 14. Rückstand. Jetzt ging's, jetzt habe ich die aber kacke angefahren. Irgendwas ist immer. Oh, sogar Kies mitgenommen. Zehnter Rückstand, das wird noch. Wenn ich jetzt nicht nochmal ordentlich was verliere bei Vialona Ascari. Der dritte Gang gehört da zwar nicht hin, aber hey. Sei es mal drum. Oh, 18. Ja. Das hat auch der dritte Gang eingebracht. Kommt ein Heimspieler an. Ein Ferrari. Wird das diesmal was mit der Zeit? Ja. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Wir haben genügend brauchbare Daten. Gehe bei der nächsten Gelegenheit. Oh, da kam was raus. Das war schon etwas heikel. Was? Das startet nicht nächste Runde. Das Reifenmanagement, bist du blöd? Sechzehntel Rückstand. Wieder zwei denn? Also bei der ersten SMO merkst du, wenn du einfach zu wenig Abtrieb hast mit dem Wagen, wenn du einfach untersteuerst, wenn der Punkt gekommen ist, wo du mehr einlenken kannst, aber der Wagen einfach nicht mehr einlenkt und du weiterhin untersteuerst, dann merkst du einfach, du hast zumindest für die Kurve zu wenig Abtrieb, um die eben mit der Geschwindigkeit, die du da gerade nehmen möchtest, um die eben nehmen zu können. Was die Positionierung des Stuhls angeht, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich sitze vom Lenkrad etwas zu weit weg. Müsste ich eigentlich nochmal korrigieren. Mal gucken, ob ich jetzt so relativ geräuschlos ranrutschen kann. Ja, so, jetzt noch hier die Klemme unterm Stuhl. Also im Grunde sind das einfach bloß zwei Keile, die ich da hinter die Rollen lege, damit ich dann beim Fahren, beim auf die Pedale drücken, einfach nicht nach hinten rutsche. Nach hinten rolle. So, schon besser. Ein klein wenig schon. Die hatten 21... Nee, doch. Okay, die hatten 21%. Runde, jetzt haben sie 20. Und 47, das ist überhaupt nicht wenig. Ganz im Gegenteil. Dann sind wir jetzt hier fertig.
Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Perez, Button und Fernando Alonso. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Platz 19 und 20. Also ich habe gesagt, in Spa wird Magnussen schon punkten. War jetzt nicht der Fall. Wird auch daran gelegen haben. Gut, er war schon ziemlich früh im Rennen ziemlich abgeschlagen. Und dann natürlich, dass ich das Rennen nicht beendet habe, das kommt der Platzierung weiter hinten natürlich auch nochmal entgegen. Jetzt in Monza. Oh. Gab es jemanden, der sich verbessert hat? Nee, kein Wagen. Hat sich wieder keiner verbessert. Wir werden den Motor verbessern. Überarbeitete Kolben reduzieren die Reibungsleistung und verbessern die Abstimmung der Verbrennung, wodurch die Leistung erhöht wird. Mach mal. In Singapur dann. Dann... Ach, die Taste war auch mal anders. Die war mal mit dem linken Daumen zu drücken. Jetzt muss ich die mit dem rechten machen. Zum Weitergehen. Dann können wir aber gleich wieder rausgehen. Das ist mir viel zu nass. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Magnussen hier auf der 2. Top 3. Perez, Magnussen und Fernando Alonso. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Keine Strafen, wie pitschnass die Strecke ist. Aber es sind welche gefahren. So ist es ja nicht, obwohl es total unsinnig ist. Denn wozu wirst du an diesem Rennwochenende nicht brauchen? Aber um einfach wieder Erfahrung, Daten zu sammeln, kann es nicht schaden. Bloß, das ist hier im Spiel nicht so wichtig. Für die Wagenabstimmung. Für die Abstimmung von einem selbst. Für kommende Rennen oder Regenrennen. Rennwochenenden wollte ich sagen. Regenrennen kann es nicht schaden. ...20:47 mittlerweile, ja. Rausfahren. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Also nach den bisherigen Trainingsrunden glaube ich nicht, dass ich da lila schaffe jetzt. Ich kann schon froh sein, wenn es grün werden würde. Magnussen ist schon auf der Strecke. Direkt vor uns rausgefahren, der Schlingel. Wie fühlt sich das Auto an? Ja. Ich rein, um die Einstellungen zu ändern. Dafür ist das Training ja da. Wir wollen schnell sein, aber auch sicher und konstant fahren. Lass uns da ein Gleichgewicht finden. Jeff, sei leise. Diesmal habe ich die Reifen bei der ersten Schikane bei der Ausfahrt aus der Box nicht stehen lassen. Da war etwas... ja, Dreck im Spiel, beziehungsweise... weiße Linie. Na, dem Magnussen komme ich gar... na, wobei... hab doch wieder aufgeholt nach meiner ersten Schikane. Ich denke schon. Hoffentlich wird uns Magnus nicht behindern. Aber wenn ich schneller als er bin, dann ist das schon nicht verkehrt. Mann, ist da oben gerade Vögel? Bei der Einfahrt in die Parabolika? Es waren doch keine Flugzeuge nebeneinander, oder? Na egal. Knapp 2 Zehntel habe ich jetzt gleich Vorsprung. Zu früh angebremst, das habe ich halt schon wieder gemerkt, aber hey. Da muss ich halt wirklich noch reinkommen. Knappe Viertelsekunde Rückstand. Auf der Geraden gewinne ich minimal. Lila erster Sektor, aber ist ja bisher noch keiner gefahren. Hier komme ich locker in den 7. Ganz schön viel untersteuern. Na, kommt halt davon, wenn man keinen Abtrieb auf der Vorderachse hat. Aber auch nicht auf der Hinterachse. Da sind schnelle Kurven nun mal nicht so dufte.
Aktuell noch ein knappes Zehntel Rückstand. Wieder der dritte Gang, das war meinerseits leider. Wobei, was heißt leider? Ich kann das ja in Zukunft verhindern, indem ich da einfach nicht den dritten Gang einschlage. Einlege. Die Runde wird auf jeden Fall nicht grün. Da kann auch die Parabolika nichts mehr retten. Ne, ist zu viel Rückstand. Aber grundlegend ist hier grün locker drin. An sich sogar mehr. Ja, einen Ticken später kann ich noch. Magnussen komme ich auch näher. Wird womöglich keine Podestplatzierung im Rennen. Aber, so, wenn ich schon zufrieden bin mit meiner Fahrleistung und einfach zu tun habe, dann bin ich schon sehr zufrieden. Oh, etwas die Reifen stehen gelassen. War aber nicht so schlimm, das war einfach schnell. Hat mich jetzt zeitentechnisch nicht wirklich eingeschränkt. Ja, ich komme dem weiterhin näher, dem Magnussen. Geht aber auch bloß ein Monster so, weil die KI hier nicht so dufte ist. Sonst verliere ich auch hier nicht so viel Zeit. Aber ich habe nicht viel Vorsprung, sehe ich gerade. Oh. Also ich kann wirklich froh sein, wenn es grün werden würde. Mit der Parabolika kann man noch viel falsch machen, aber ich gewinne hier von Haus aus, weil die KI hier nicht so stark ist. In der Ecke. Grün, ja, aber nicht lila. Was, doch lila? Okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet bei plus 3 Zehntel? Boah, der bremst da ganz schön früh. Das kann ich hier gar nicht wirklich so anbremsen wie, oder dann weiterfahren, wie ich möchte. Weil der mir einfach zu nahe gekommen ist, ehe ich da drauf lasse. Magnussen sieht schon nicht schlecht mit seinem Windschatten. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Aber hier in dem Lesmos ist das hinderlich. Hier kommt er besser raus, zumindest in diesem Versuch. Und jetzt gibt es ganz viel Geschwindigkeit. Jetzt ist mein Zug fährt weg. Jetzt muss ich es alleine richten. Schon prompt im roten Bereich. 17 Rückstand. Jetzt sind wir sein Zugpferd. Dann fahren wir vorher ziemlich auf der Geraden kommen. Muss ich aber mehr Abstand lassen, weil wenn der Parabolika ist er nicht so gut. Ja, das ist ziemlich optimal. So werde ich den bekommen und sehr auch sehr früh viel Geschwindigkeit drauf haben. Hohoho. Nicht so gut angefahren. Nicht so gut überfahren. Ne, die Runde wird auch nicht. Die wird nicht spitze werden. Eine 1:24.440 aktuell. Also wenn ich es gut hinbekomme im Rennen, dann kann ich um meinen Teamkollegen herumfahren. Ob er von Haus aus in die Punkte kann, ich hoffe ja. Ja. Aber das werden wir mal sehen. Ich muss im Qualifying erstmal diese 1:24.440 unterbieten. Mit einer schnelleren Strecke sollte das möglich sein. Aber bitte auch gerne aus eigenem Vermögen, bitte. Und nicht Unvermögen zeigen. Jetzt setzt er wieder stark im Windschatten an. Angreifen wird aber nicht ernsthaft. Nun gut, ich fahre rein. Ja, so etwas später könnte ich im Rennen dann noch anbremsen. Dann wird er schon. Jetzt habe ich gar nicht den Abstand gefragt. Eine 24.0 fährt Button.
Da bin ich ja doch gar nicht so weit weg, aber bisher habe ich überhaupt keine Konstanz reingebracht. Die Randstände, die ich da immer wieder stark überfahren habe, das war schon sehr, sehr hinderlich. Und ja, deswegen überhaupt noch keine Konstanz drin und auch keinen wirklichen Rhythmus. Das muss noch werden. Kann ich ja gleich erstmal die Zeit notieren? Sind die auch schon auf Lila gefahren oder noch auf Rot? Ich werde es ja gleich sehen. Zeiten. Oh. Lila, sage ich. Einer auf Gelb, das ist der Nico. Der Teamkollegen auf Weiß. Nee, das notiere ich mir nicht. Das ist ja Quatsch. Setup angucken. 20, 27. Und 37. Kann man sich relativ gut merken. Und hier hinten noch 5 Kilogramm. Dann hätten wir das. Und dann bin ich ja auch fertig. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Perez, Alonso und Jenson Button. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Pascal Wehrlein darf gleich mal 5 Plätze weiter hinten starten. Magnussen mit weißen Reifen auf dem allerletzten Platz. Vor ihm Hamilton, aber nicht weit. Tja, Mercedes letzte Kraft. Kann gut sein. Was hat denn Wehrlein gemacht? Kollision mit Jenson Button verursacht. Haben wir gar nicht mitbekommen, ne? Also gelbe Flaggen? Nee, nicht wirklich. Spa lief etwas besser. Klar, im Training war ich dann noch auf schwer unterwegs, aber allgemein hatte ich da ein besseres Gefühl mit meiner Fahrleistung, die ich auf die Strecke gebracht habe. Wenn ich keinen Rhythmus bekomme, wird das Qualifying noch das höchste der Gefühle sein. Eine schnelle Runde geht gegebenenfalls. Also, Steigerungsbedarf ist allemal da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.